Papa wird schon richten. Das gehört auch zu Sachen, nicht Pflichten. Vielleicht kennen Sie diesen Song, meine Damen und Herren, von Helmut Qualtinger, einem Österreicher, der damals gedichtet hat, der Papa wird schon richten, das gehört zu seinen Pflichten, denn es geht hier um einen Politiker, hochrangigen österreichischen Politiker, dessen Sohn ohne Führerschein mit seinem Auto einen Menschen überfahren hatte und der Papa hat dann versucht, alles verschwinden zu lassen, was seinen Sohn belastet in seiner Stellung als hochrangiger Politiker. Und jetzt haben wir die seltsame Situation, meine Damen und Herren, an den Märkten, dass es die Österreicher sind, die uns einen kleinen Unfall beschert haben, so wie Helmut Qualtinger einst gesagt hat, mein Porsche ist schon repariert, nur leider ist mir ein Passant, bevor er gestorben ist, eingerannt. Wunderbar, einfach ein Passant, bevor er gestorben ist, eingerannt. Das ist der Qualtinger, wie er gelebt und geleibt hat. Unglaublich jedenfalls. Österreich mit dieser Ankündigung, nicht nur man wird einen Lockdown ab Montag machen, sondern einen kompletten, also nicht nur für Ungeimpfte oder ähnliches, sondern man wird auch ab Februar dann eine Impfpflicht einführen und das ist das erste Mal seit langer, langer Zeit, dass ein Land wieder, ein westliches Land wieder in Europa einen Lockdown einführt und es ist das erste Land, was eine Impfpflicht jetzt praktisch beschlossen hat. Das wird die Diskussion verändern. Das ist eine weitere Verschärfung der gesamten Lage. Die Aktienmärkte, die sind da ein bisschen in die Knie gegangen, zumindest die europäischen, denn plötzlich war da Corona wieder da, das hatte man ja schon komplett abgeschrieben irgendwie, obwohl die Zahlen immer weiter nach oben gingen. Jetzt sind Lockdowns wieder praktisch in der Diskussion, in Bayern etwa, Diskotheken, Gaststätten werden geschlossen. Also die ganze Geschichte nimmt jetzt richtig Fahrt auf. Hier sehen wir mal an den Chart der Commerzbank unten, dass Deutschland wohl Ende November schon eine Inzidenz von 500 haben wird. Das wird sich wohl kaum mehr vermeiden lassen. Also da war schlechte Stimmung an den Märkten. Aber dann auftritt Heiko Maas, unser göttlicher Außenminister, der es geschafft hat, als Außenminister wirklich unbeliebt zu sein. Das muss man hinkriegen. Außenministerium ist ja eigentlich, oder Außenminister ist ja eigentlich die dankbarste Position in einer Regierung. Und der hat dann gesagt, es wird keinen Lockdown geben. Es wird keine Impfpflicht geben, aber vor allem die Märkte wollten wissen, wird es einen Lockdown geben? Heiko Maas also hat gesagt, nein, es wird keinen Lockdown geben. Und booms, sind die Märkte, die Futures nach oben gegangen. Hier sehen wir das nochmal in einer wunderbaren Grafik. Deutschland, by the way, will jetzt BioNTech, Pfizer erstmal nicht mehr verschiffen, also nicht mehr exportieren, sie an. Und Mr. Spahn, der derzeit amtierende Gesundheitsminister, hat gesagt, aber wir können nichts ausschließen. Also da ist ein scheidender Außenminister, unwahrscheinlich, dass Heiko Maas Außenminister bleibt, auch wenn Olaf Scholz jetzt an die Regierung kommen sollte. Der sagt, also es wird keinen Lockdown geben. Ein anderer Minister sagt, zumindest ist es nicht ausgeschlossen. Aber die amerikanischen Aktienmärkte vor allem wollten Letzteres hören. Es wird keinen geben, daraufhin nach oben. Jetzt, wenn wir von den Amerikanern sprechen, dann denke ich immer sofort an Karl Marx, meine Damen und Herren, der einst gesagt hat, dass jede Nation verrecken würde, die, ich will nicht sagen für ein Jahr, sondern für einige Wochen die Arbeit einstellte, weiß jedes Kind. Naja, das haben wir schon ein paar Mal geschafft. Das ist so wie beim Rauchen, das hat man auch schon 100 Mal geschafft aufzuhören. Jedenfalls scheint das wieder die Perspektive zu sein, zumindest für einige Wochen. Wer weiß, für wie lange. Wer könnte der Nächste sein? Schauen wir uns hier mal ein paar Länder an. Slowenien, Slowakei, dann kommt Österreich, dann Belgien, dann Tschechien, Niederlande, Ungarn, also UK, dann direkt Deutschland und nicht weit dahinter dann auch schon die Vereinigten Staaten. Auch da gehen die Zahlen massiv nach oben, aber das kümmert die Amerikaner nicht. Die sagen, das ist einfach eine andere Herangehensweise. Heute ja der kleine Verfall an den Märkten. Und auch da hat man so ziemlich sich gegen alles immunisiert. Es gab praktisch eine Impfung gegen negative Nachrichten heute an der Wall Street, könnte man sagen. Dan Waller, FED-Mitglied, einer, der so im Mittelfeld um und bei ist, was die hawkische oder dovische Perspektive betrifft, hat heute gesagt, ja, die Inflationssituation, die ist mehr breit gefächert. Das sei sehr besorgniserregend und man sollte jetzt überlegen, die Bilanzsumme dann doch bald mal nach dem Tapern zu verkleinern.
Das ist das Erste und sagt eben auch Labour-Market, also Arbeitsmarkt und die verschlechternde Lage bei der Inflation. Das sollte uns dazu bringen, das Tapering schneller zu machen, also die Reduzierung großflächiger zu machen, dass man schneller fertig ist. Und vor allem, was er dann gesagt hat, myself and others are realizing we can't sit around and wait for inflation to disappear. Wir können einfach nicht da sitzen und warten, bis die Inflation vorbeigeht. Das war so ziemlich das Hawkischste, was in letzter Zeit von der Fed gekommen ist. Ballard von der St. Louis Fed hat das ja schon länger gesagt in der Richtung. Dann gestern oder vorgestern war es Williams, eigentlich auch ein eher dovisches Mitglied, der gesagt hat, mit der Inflation ist so eine Sache. Aber es gibt ein gallisches Dorf in der Welt in Sachen Inflation und das ist Europa und das ist Madame Lagarde, die gesagt hat, Inflation pressures will ease, die werden also abnehmen und die Inflation, das ist ein bisschen Magie, ein bisschen Magie, wo man macht Inflation einfach weg und das wird sicherlich gelingen. Hier sehen wir mal einen Chart, wie es mit den Löhnen aussehen wird, mit einem 8-Monats-Vorlauf, hier eine Grafik von Nordea. Die zeigt, meine Damen und Herren, dass das sehr, 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 sehr unwahrscheinlich ist. Aber gut, Ideologen lassen sich von Realitäten nicht beeinflussen. Hier sehen wir nochmal, was sie gesagt hat. Ja, also es macht doch keinen Sinn, die Geldpolitik zu straffen. All das eben sehr stark im Kontrast, was die letzten FED-Mitglieder wie heute Waller gesagt haben. Und wir werden einfach weitermachen. Das wird schon alles irgendwie gut gehen. Das ist eine wirklich disparate Haltung, die da derzeit der Fall ist. Und was wird passieren? Wir hatten heute Morgen ja die Erzeugerpreise aus Deutschland 18,4%. Größter Anstieg seit 1951. Auch wieder viel höher als die Erwartung. Und Jörg Krämer von der Commerzbank-Chefvolkswirt dort sagt, wir werden wahrscheinlich jetzt dann demnächst die 5% Marke Inflation sehen, aber auch das wird die EZB dann wahrscheinlich nicht besonders tangieren. Hier sehen wir mal, um die Auswirkungen klarzumachen, dieser Geldpolitik der EZB etwa, die Bilanzsumme der EZB und die europäischen und die deutschen Hauspreise 1:1. Also da sehen wir die Vermögenspreisinflation, wie sie schöner nicht in einem Chart darstellbar wäre. Und jetzt kommt noch Folgendes hinzu. Wenn wir einen Lockdown bekommen, also die Österreicher haben ihn ja schon sicher. Wir haben in Bayern jetzt einen Teil-Lockdown. Und wenn die ganze Geschichte so weitergeht, wie sich das abzeichnet, dann werden es zumindest regionale Lockdowns geben, was wiederum die Lieferketten-Thematik ein bisschen drastischer wird gestalten lassen. Jetzt hat heute das US-Abgeordnetenhaus Bidens Build Back Better Programm genehmigt. Das war zu erwarten. Jetzt muss das Ganze in den Senat. Und das ist dann schon eine schwierigere Geschichte, weil etwa Manchin von den Moderates der Demokraten da eher noch seine Bauchschmerzen hat. Jedenfalls, wenn jetzt nochmal Stimulus oben drauf kommt, wie die Rabobank hier sagt, dann werden wir noch ganz viel Spaß haben mit Lieferketten und Schiffsauslastungen etc. Das heißt, da kommt jetzt noch mehr Liquidität in die Märkte, noch mehr Nachfrage, eben Infrastruktur etc. Jetzt sind wir ja schon auf Anschlag, was die Lieferketten betrifft, haben schon Materialmangel. Jetzt entsteht also noch mehr Nachfrage nach Material, nach irgendwelchen Dingen. Dementsprechend können wir uns ausmalen, wo das hinlaufen wird. Heute an den Märkten allerdings übergeordnet, zumindest bei einzelnen Aktien, hat man schon Lockdown gespielt. Das hat sich in den letzten Tagen schon abgezeichnet, wo die sogenannten Stay-at-Home-Aktien besser gelaufen sind als die Go-Out-and-Party-Aktien. Heute sehen wir Aktien wie Zoom, HelloFresh, DoorDash, die sind gut gelaufen. Und hier sehen wir mal Crude Oil, das war noch über 80 heute und ist dann mal eben abgestürzt auf knapp über 76. Das ist schon ein ziemlich heftiger Move. Wir sehen auch bei den Anleiherenditen, da hat sich einiges getan. Wir sehen etwa die zweijährige US-Staatsanleihe mit dem größten Fall seit März 2020. März 2020 war Panikmodus an den Märkten. Und wir haben ein neues Allzeithoch bei Apple. Jetzt 2,6 Billionen an Marktkapitalisierung. Es wird immer schöner. Vor 3 Jahren war es noch nicht mal 1 Billion. Und wir haben eine Evergrande, die jetzt rausgenommen wird aus dem Hang Seng Index. Fitch hat einen weiteren Immobilienentwickler abgestuft. Also diese Lage in China wird sich nicht verbessern. Und abschließend, bevor ich Sie ins Wochenende entlasse, meine Damen und Herren, der S&P 500 Wertpapierkredite auf Allzeithoch. Gefahr in Verzug. Das werde ich unter dem Video verlinken. Ich wünsche jetzt ein schönes Wochenende und sage Servus und Ciao.